Ich wollte die Chance nutzen, der zweitstärksten Kraft hier im Lande zum Wahlerfolg zu gratulieren. Das sind nämlich die Nichtwähler. Mit 28% ungefähr sind sie knapp Zweiter geworden hinter der CDU. Die haben was um die 29%, also schon ein krasser Wert. Und ich finde, nicht wählen geht eigentlich gar nicht. Früher sind die Leute auf die Straße gegangen dafür, zu Zeiten der Französischen Revolution zum Beispiel, Liberté, Egalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die haben dafür gekämpft. Und was haben wir heute? Wir haben eigentlich einen Wahlblues. Und ich habe mal ein bisschen untersucht, was sind so die Gründe, warum Leute nicht wählen gehen. 87% der Nichtwähler sagen, meine Stimme ändert eh nichts. 63% sagen, zwischen den Parteien ist kein Unterschied. 25% war das Wetter zu schlecht oder das Wahlsystem war zu kompliziert. Wenn ihr jetzt gemerkt habt, dass mehr als 100% mehrere Auswahl war möglich. Und deswegen kriegen wir jetzt den Nichtwähler-Blues. Frankreich, was ich als Vorbild sehe. Liberté, Egalité, Fraternité. Doch was bedeutet Liberté? Ich warte gerne ab und trinke Liberté. Fraternité, die Brüderlichkeit, Vetternwirtschaft heißt in der heutigen Zeit. An Egalité, da bin ich reich, mir ist alles egal, mir ist alles gleich. Alles egal, bei mir normal, ich gehe nicht zur Wahl. Die Parteien unterscheidet nichts. Die haben doch alle nur dieselben faulen Tricks. Die christlich vernünftigen, freien Tierschutzwähler, Liberalen. Die deutsch-ökologisch alternativen, sozialradikal. Die bibeltreuen nationalistischen Linksdemokraten. Die grün-kommunistisch-republikanischen Rentnerpiraten. Doch wofür soll denn die Partei der Nichtwähler stehen? Würde ich Nichtwähler wählen, würde ich ja doch wählen gehen. Irrational, aber egal, ich gehe nicht zur Wahl. Da oben echt mal zittern lassen und ihnen einen richtigen Denkzettel verpassen. Denn wenn die Wahlbeteiligung nicht steigt, dann hab ich's denen da oben so richtig gezeigt. Ich setz ein Signal, ich bin so brutal, ich geh nicht zur Wahl. Zwar mache ich's damit der NPD ganz leicht, die schneller 0,5% erreicht, für die ihr Förderung vom Staat zusteht. Mir ruscht, aber Nazis finde ich blöd, die sind radikal, aber egal, ich geh nicht zur Wahl. Meine Stimme kommt es doch nicht an, als ob meine Stimme was bewirken kann. Na gut, dafür hätte ich nicht gewettet, nur 100.000 hätten die FDP gerettet. Doch die sind liberal und nerven total, für die gehe ich nicht zur Wahl. Nein, ich glaube nicht, dass meine Stimme fehlt, 133.000 hätten der AfD gefehlt. Es wäre ja sowieso die CDU geblieben, doch dass sie jetzt den Strompreis hebt, finde ich übertrieben, weil ich immer zahle, das ist eine Qual, ich gehe nicht zur Wahl. Ich gehe nicht wählen, heute ist das Wetter schlecht. Mich bei dem Wetter rauszujagen, wär nicht recht. Doch tritt meine Lieblingsfußballmannschaft an, steh ich bei Sturm und Schnee im Stadion meinen Mann. Da greif ich zum Schal für den Pokal, doch ich geh nicht zur Wahl. Ich geh nicht wählen, ich bin doch nicht dumm. Wenn ich denen meine Stimme gebe, dann bin ich ja stumm. Oder könnt ihr mir etwa versprechen, ich kann danach mit meiner Zweitstimme sprechen? Ach, die wollen die auch? Das verwirrt mich total, mir zu mental. Ich geh nicht zur Wahl. Wozu wollen die meine Stimme haben und sie in eine Urne stecken? Wollen sie sie begraben? Und doch eine Sache nervt mich hier. Beim Wählen gibt's kein Schnaps und beim Wählen gibt's kein Bier. Es heißt doch Wahllokal, aber egal, ich geh nicht zur Wahl. Der Schneider zu der Wahl, Jacke wie Hose, scheißegal. Was sagt der Metzger zu der Wahl, ihm ist alles Wurst, scheißegal. Was sagt der Astronom zu der Wahl, ihm ist alles scheißegal.
Schnuppe, scheißegal. Was sagt das Känguru zu der Wahl? Luft wie gesprungen, scheißegal. Völlig egal, völlig egal. Die gehen nicht zur Wahl. Und jetzt, liebe Nichtwähler, ich habe einen Tipp für euch. Einen, der uns alle zufriedenstellt. Eine Partei, die ihr unbedingt wählen müsst. Wählt NSA, sie ist an euch interessiert. Sie hört euch zu, egal was passiert. Welcher egal, wählt von zu Haus. Eure Stimme liest ihr einfach aus den E-Mails raus. Das ist optimal und ideal. Und endlich, endlich gehen alle zur Wahl.